Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Krillos Challenge. Jetzt hätte ich fast wieder Krilloversum gesagt. Ja, hallo. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, was wir zuerst machen wollen, ist Automation an unsere Algendeoxidierer bauen. Ich muss nur mal eben gucken, wo wir alle haben. Da ist noch eine. Dort ist auch noch eine. Da müssen wir es so machen. Hier oben war keiner mehr. Ne, den habe ich schon. Dann haben wir hier noch einen. Den haben wir schon. Sind hier noch mehr? Nein. Okay, dann brauchen wir für alle noch einen entsprechenden Atmosensor. Einmal da. 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 Dort und habe ich alle? Ich glaube, ja. Okay, blöd wie ich war, habe ich nicht vorher die Priorität hochgestellt. Da müssen wir das jetzt nachträglich machen. Dort. Und hier. Und ich glaube, das war's. So, wie viel Stahl haben wir denn? Wir haben 1,3 Tonnen. Okay, das heißt, wir können hier oben... Das heißt, können. Wir müssen ja eigentlich weiterbauen. einen Wasserkühler aus Stahl. Ich pack den mal hier hin. Ich muss sowieso das ganze Konzept nochmal überlegen. Wir haben hier die Leitung für das Rohöl. So, das Rohöl würde ich auch gerne hier nutzen, um es in diesem Bereich zu kühlen. Dann machen wir es nämlich mal so, dass wir von hier aus eine Rohrbrücke legen. Ja. Legen das hier komplett hoch. Dort hinein, und meine Überlegung war ja, hier noch einen zweiten dazu zu bauen. Ja, ich denke, das werden wir auch so machen. Was wir dafür dann auf jeden Fall brauchen werden, ist eine Menge Strom. Noch nicht so ganz genau, wie wir das machen. Tim. Ich würde vielleicht für den Moment mal einfach das hier aufwischen. Und dann bauen wir das Stromkabel hier hoch. Gehen dann hier weiter und führen das dann von dieser Seite hierher. Das ist mir, glaube ich, einfacher, als wenn ich von hier zwei Leiterkabel hochlege. So, allerdings machen wir dort so, einmal bitte drehen, eine Starkstromverbindungsplatte. Ihr braucht dann ein paar Leitern, damit wir das fertig bauen können. Und da müssten wir dann hier auch noch ein wenig improvisieren. So.
Okay, jetzt habe ich erstmal wieder reichlich Aufträge verteilt. Schauen wir uns doch hier unten um. Also das ist jetzt fertig. Das ist auch fertig. Das Automationskabel habe ich wohl vergessen. Dann kommt das dazu. Den stellen wir höher. Die Leitung ist schon auf 7. So, jetzt können wir hier noch verbessern, indem wir hier einen vernünftigen Boden reinbauen. So, die beiden hier. Oder zumindest den einen werden wir ausgraben müssen. So. Wenn das nämlich fertig ist, dann... Oh, da fehlt einer. Laufen unsere Duplikanten da viel, viel schneller. Ja. Ich habe kurzzeitig überlegt, ihr hattet mir ja vorgeschlagen, hier eine Tür reinzubauen, um nur die Duplikanten durchzuhalten. Wir machen das auch einfach. Entschuldigt, ich musste mal ganz kurz, ich war kurz abgelenkt. So, und durch diese Tür lassen wir nur durch. Jetzt muss ich natürlich auch nachsehen, wer einen hohen Athletikwert hat. Können wir, glaube ich, hier ganz gut. Athletikfähigkeit 7. So, dann würde ich Starblade, Holy Nighthor schon mal nicht durchlassen. Was haben wir hier? 6. 6 ist ja eigentlich okay. Dann setzen wir mal die Grenze bei 6. Hassan und Liam nicht. Ups. So. Dann geht's weiter. Frankie, Penta, Faustino, Mario. Wahrscheinlich wird das auf fast alle hier zutreffen. Shuri, Mr. Big. Ja, trifft auf alle zu, die hier noch kommen, weil einfach der Athletikwert noch zu niedrig ist und man dann dementsprechend mit einem Schutzanzug zu langsam ist. So. Okay. Das Ganze läuft dann jetzt. So, Leiter verlängern. Ups. So, und hier werden wir dann die Kondensatoren und Batterien bauen. Wundert schon ein bisschen, dass hier mit dem Goldamalgam so ganz viel nicht passiert mit der... Achso, das ist natürlich auch Sauerstoff ein Problem. Okay, so. Ihr schaltet euch jetzt ein bei unter 1000 Gramm. Das ist eigentlich gut. Wenn das überall die Standardeinstellung ist, dann passt das. Ja. Ja, schön, okay. Kriegen wir ein Sauerstoffproblem in den Griff.
Schwierig. Denke, wir werden hier das Raumkonzept einmal kopieren müssen. Aber erstmal lassen wir hier alle ein bisschen arbeiten, bauen. Ein neuer Duplikant. So. Wer ist der nächste auf meiner Liste? Ein Namen, über den ich mich durchaus amüsiert habe. Bauernteufel. Okay, wir haben die freie Wahl. Tim, tim, tim. Ich würde mich für dich entscheiden. Und der Name des neuen Duplikanten lautet, ups, Pillemann. Ich fand's sehr, sehr amüsant. So, du wirst auch hier in die Ingenieursgeschichte gepackt. So, und auch hier wird das Bedienen bei dir hochgestellt. So, jetzt können wir noch mal schnell was machen. Nämlich zum einen hier befördern und zum anderen würde ich unsere Architekten auch die Minenarbeiter-Sache lernen lassen und umgekehrt. Also haben wir da Liam und hier Blade und Axador. Da haben wir dich. Genau, außerdem können wir Gary noch befördern. Ja, das war's. Okay. Ah, stopp. Wir können bestimmt Simsa befördern, oder? Ne, kommen wir noch nicht. Okay. So. Geben wir mal ein klein wenig Gas. So, was wir hier brauchen auf jeden Fall ist eine Gaspumpe. Die muss auch aus Stahl. Ah shit, wo habe ich denn jetzt wohl das Stahl verschwendet? Shit, shit. Ich weiß es nicht. Irgendwo werde ich es gemacht haben. Das ist ärgerlich. Wo habe ich denn was gebaut? Oder einen Auftrag gegeben? Hier unten. Automatisierungskabel. Ne, das ist aus Gold. Ach Gott, der arme Fisch, der. Weiß nicht, ob der bei den Temperaturen dauerhaft das überstehen kann. Hier nicht. Da vielleicht, ne. Das hier ist alles Goldamalgam. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich es gebraucht haben könnte. Jetzt ist es wieder da oder ist es neues? Oder lag es einfach irgendwo, wo wir nicht rankamen? Das ist natürlich auch möglich. Weil einen Auftrag haben wir nicht. Ja, so muss es sein. Dass es gerade nicht erreichbar war. So, die Wassergeschichte hier. Ach so, ich trottel. Ich habe doch hier die ganzen. Wasserlilien dazu gebaut, aber ich habe die hier gar nicht eingepflanzt. So, also machen wir das mal als erstes. Und dann haben wir hier nämlich auch eine ganze Menge mehr Wasser verbraucht, dass wir das hier mindestens halbieren, verdoppeln können. Halbieren. So. Das können wir
so oder so schon mal einen Auftrag geben, weil es ist offensichtlich, dass unsere Sauerstoffproduktion nicht ausreicht. Hier kommt das ganze Wasser von oben. Dann zerlegen wir mal den Lufterfrischer. Und packen dann Ziegel hin, damit das Wasser, was runtertropft, eben in die andere Richtung läuft. Es ist zwar auch nicht das Gelbe vom Ei, aber... Oh. Wo kam das jetzt her? Ah, von hier? Nee. Bin ich blöd? Ja, ich weiß. Ich habe diese Frage schon oft gestellt. Und ich will eigentlich die Antwort darauf ja nicht hören, aber... Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt mit dem Wasserverbrauch einpegelt. Ist immer noch nicht fertig hier unten unsere Rohrleitung. Was machen die denn hier immer? Die holen Schleim, okay. Vielleicht sperren wir mal die Seite ab. Dann auch nämlich hier mal wieder weitergehen kann. Ja, tut's auch. Okay, die Leitung ist bis dort fertig, bis dort fertig. Hier hoch bestimmt, naja, noch nicht ganz, aber auch ziemlich weit hin. Elektrolyse. Gut, wie dem auch sei, wir planen mal. Ups. Hier die nächste Ebene. Das da drunter lassen wir erst noch stehen, damit man nach links und rechts trotzdem noch wegkommt. Nicht, dass da irgendjemand hier in der Mitte gefangen ist und erstickt oder so. So, hier gibt es dann eine Raffinerie, wo wir Petroleum herstellen. Ein Petroleumgenerator. Ja. Das Ding ist auch schon gleich wieder gefüllt mit Chlorgas. Kommt das denn alles her? Bleichstein haben wir doch hier eingelagert, oder? Oder hier? Da, ja. Ach so, daraus entsteht natürlich auch Chlorgas, ja logisch. Aber wo kommt dann hier das alles her? Ich weiß es nicht. Alle überschwemmt. Weil hier alles schmilzt, ja.
Es kann natürlich sein, dass verschmutztes Wasser, das hier von oben runtergefallen ist, dass das alles geschmolzen ist, dass da vorhin der Riesenschwall Wasser herkam. Das kann durchaus sein. Ja, das eine Ding ist auch nicht viel, aber noch 11,7 Zyklen. Wir kommen der Sache näher. So, jetzt können wir auch hier unten freigraben. Okay. Also wirklich erschreckend, wie langsam wir Fortschritte machen, wie schlecht ich das alles organisiert habe. Beginnen wir nachher mal hier eben. Das sind 2, 4, 6, 7 Felder dazwischen. 3, 5, 7. Da müsste eigentlich auf dieser Höhe der Boden kommen. Ja. Dann lassen wir den mal als erstes bauen. Und arbeiten uns dann von unten nach oben hier hoch. Das ist, glaube ich, etwas besser als das, wie wir es letzte Mal gemacht haben. So, wassertechnisch. Gibt es hier zeitweise schon so einen kleinen Stau. Vielleicht machen wir daraus mal eine 5000. So. Hier ist es zu warm, okay. Wenn das Wasser hier zu warm ist, tut natürlich auch sein Übriges dazu. Okay, da oben haben wir sehr viel Druck. Ich möchte das jetzt endlich fertig haben. So, 8. 8. Hier sind, genau das habe ich mir gedacht, sicherlich viele Keime. Dann packen wir hier nochmal. Ein paar Lufterfrischer dazu und öffnen die Tür insgesamt. Der nächste Bewohner zieht ein. Reizdarm, langsamer lerne, Bauerntölpel. Okay, da sind wir dann eigentlich auch wieder fast egal. Dann entscheide ich mich mal für Mima. Ich muss eben schauen. Daria Bergau ist die nächste. Oh. So. Ja, dann auch ein Willkommen an dich. Dich packe ich mal mit in die Landwirtschaft. Dort.
Daria, die Prioritäten noch schnell eingestellt und dann müssen wir auch bald mal Plastik haben, dass wir für die ganzen neuen überhaupt Betten bauen können. Ja, so, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder rein und ja, dann würde ich sagen, macht's gut, bis bald, danke und bye bye.